Herzlich willkommen Leute zu Let's Play Pokémon Kristall Edition Teil 3. Wir sind immer noch hier in der Heimatstadt, Neuborg hier, und der Kollege lässt uns gerade nicht durch. Ah, okay, wir sind ihn einmal umgangen. Ja genau, und zwar, wir haben dem Professor Lind das Rätselei gegeben, was wir von Mr. Pokémon bekommen haben. Und darüber war der Professor Lind sehr erstaunt. Und er hat uns den Ratschlag gegeben, dass wir uns allmählich in die Pokémon-Arenen wagen sollten. Und die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola. Das bedeutet, wir gehen jetzt dorthin. Oh, was ist denn mit dem los? Was haben wir gemacht? Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Meine Reise beginnt gerade. Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Nein, brauchst du nicht. Ich habe sehr viel im Fernsehen mitbekommen, wie man Pokémon fängt. Oh, in Ordnung. Egal, wenn du viele Pokémon fangen möchtest, musst du weite Wege gehen. Ja, okay, das bedeutet im hohen Gras, ne? Ansonsten kann ich hier gehen und gehen und gehen, wie ich will. Oh, da greift uns ein wildes Pokémon an. Welches ist es? Oh, ein Visor. Ein wildes Visor. Auf Level 2 weiblich. Ja, unser Feuerregel ist voller Tatendrang, Leute. Feuerregel ist schon mittlerweile auf Level 8. Das bedeutet, es braucht noch 6 Level-Ups. Dann erreicht es Level 14. Und ab dem 14. Level kann sich Feuerregel schon weiterentwickeln. Das einzige Starter-Pokémon, auf die erste und zweite Generation bezogen, das sich ab einem Level von 14 weiterentwickelt. Die anderen entwickeln sich alle ab Level 16. Noch ein Visor. Wisst ihr, was ich cool an diesem Let's Play finde, Leute? Dass wir dieses Spiel in Farbe spielen. Das bedeutet, wir können erkennen, ob die Pokémon shiny sind. Und oh, die Attacke ging daneben. Und erst in der zweiten Generation wurde auch angezeigt, ob ein wildes Pokémon gerade ein Shiny ist. Dann glänzt das ja. In der ersten Generation konnte man auch Shinies fangen. Jetzt werdet ihr euch fragen, hä, das geht doch gar nicht, das ist doch alles schwarz-weiß gewesen. Das stimmt. Aber um Shinies in der ersten Generation zu fangen, muss man auf die Werte achten. Auf das Level und die Werte. Bei einem bestimmten Level müssen gewisse Werte vorhanden sein. Wenn diese Werte vorhanden sind, dann handelt es sich um ein Shiny-Pokémon. Und wenn man dieses Pokémon dann in die zweite Generation, also sprich silberne oder goldene oder Kristall-Edition, rübertauscht, dann sieht man, sobald das Pokémon angekommen ist, in der zweiten Generation, dass es ein Shiny-Pokémon ist. Das ist voll der Hammer. Es gibt sehr viele amerikanische YouTuber, oder YouTuber außerhalb Deutschland, die halt in der ersten Generation solche Pokémon fangen und in die zweite Generation rübertauschen und somit haben sie ein Shiny-Pokémon. Finde ich richtig cool. Das kann man auch mit der Virtual Console machen, denn auf dem DS gibt es ja auch die rote Edition, die blaue Edition, gelbe, silberne, goldene. Demnächst kommt ja auch die Kristall-Edition Ende Januar, am 26. Januar, glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ist anstrengend, aber cool. Macht Spaß. Ist doch geil, wenn man ein Shiny-Pokémon aus der ersten Generation fängt und es in die siebte Generation rübertauschen kann. Naja, mittlerweile kann man ja auch die legendären Vogel-Pokémon wie Lavados, Zapdos und Arctos in Shiny fangen in der siebten Generation. In den Editionen Ultra Sonne und Ultra Mond. Ist auf jeden Fall nice. So. Taubsi auf Level 2, Feuerregel auf Level 8, das ist kein Thema für Feuerregel. Ah, ich freue mich schon auf die erste Feuerattacke, die Feuerregel erlernen wird. Denn dann kann ich Trainern Druck machen, die mit Pflanzen-Pokémon ankommen. So, ich freue mich schon auf Viola, eine neue Stadt. Am meisten freue ich mich auf die Arena natürlich. Mal gucken, was der Kollege hier zu sagen hat. Ich wollte eine Pause einlegen, darum habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Ja, das ist sehr, sehr klug. Das ist sehr klug. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier ist die Route 46. Bergweg voraus. Aber hier können wir, glaube ich, nicht lang. Nee. Hier kommen wir nicht durch, Leute. Denn hier kann man von dort aus nur runterspringen, aber nicht raufgehen. Ja, dann gehen wir weiterhin dorthin, wo wir Mr. Pokémon zum ersten Mal getroffen haben, denn dort gab es einen Weg, den wir nicht passiert sind. Oh, wieder ein Visor. Visor, auf Level 3, okay. Das bedeutet Trainingszeit für Feuerregel.
Ja, ich will auf jeden Fall diesmal dieses Let's Play ein wenig anders gestalten. Ich will auf jeden Fall meine Pokémon so gut ich kann auf ein sehr hohe Level bringen. Denn im Let's Play von Pokémon Blau Edition war es so, dass meine Pokémon so zwischen 40 und 50 waren, also levelmäßig, und ich bin original mit diesem Pokémon in die Pokémon Liga gegangen, habe die Top 4 herausgefordert, habe Gary herausgefordert und habe auch Mewtwo bekämpft. Alles lief gut, aber wie gesagt, ich war schon ein wenig, naja, nicht besorgt, aber kann man dazu bedenklich sagen. Aber ich war auf jeden Fall darüber, ja, könnt ihr euch selbst ausdenken, ich komme gerade nicht auf das passende Wort. Jetzt habe ich nicht mal gelesen, was der Kollege gesagt hat. Okay, dann sprechen wir mal diesen Mann an, denn von ihm bekommen wir ein sehr, sehr nützliches Modul. Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Ja, darauf bin ich gespannt. So, das ist ein Pokémon Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Nee, echt jetzt? Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Ja, ist ja geil, das wusste ich nicht so. In Klammern Ironie. Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Ey Leute, das ist so informativ. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auf viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Oh, das ist aber erfreulich. Das wusste ich, glaube ich, schon. Ja, also, ja. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Hey, dafür brauche ich doch einmal das Item Angel, oder? Hier. Lass mich raten, das ist dein Haus. Das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben. Kanscha erhält Kartenmodul. Nice, Mann, Leute. Sehr, sehr schön. Der Pokécom von Kanscha verfügt nun über eine Karte. Der Pokécom wird vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück für deine Reise. So, dann geht der Mann nach Hause. Ja, genau. Und die Pokémon, die sich hier im Wasser befinden, die müssen wir herausangeln, aber das wisst ihr ja bereits. Darauf muss ich jetzt nicht eingehen, denke ich so. Ansonsten kann ich das trotzdem machen. Vielleicht kann ich ja mal angeln, stimmt. Warum denn nicht? So, Leute. Greift uns hier schon ein wildes Pokémon an? Nein. Hier vielleicht? Okay, hier werden wir dann unsere ersten Trainer treffen, Leute, denn der Weg ist frei. In den ersten Parts war dieser Ort von Trainern belegt, die gerade einen Battle hatten. Ich habe verloren. Ich versuche mehr Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Ah, du bist so ein Schwächling. Du denkst, nur weil ich schwach bin, kannst du mich einfach so angreifen und mich besiegen. Du hast aber einen schwachen Charakter, das sage ich dir. Teenager Julia möchte kämpfen. Nein. Kanscha möchte kämpfen. Solche Leute wie dich bekämpfe ich sehr gerne. So, du kommst an mit deinem Radfratz. Ich komme an mit Feuerregel. Bidip. So, Tackle. Nein, die Attacke geht daneben. Die Attacke geht daneben. Ah, und die Attacke schlug fehl. Ja, nice one. Ah, ich dachte, die Attacke geht schon wieder daneben. Wow, Radfratz, seine Verteidigung ist nicht schlecht. Es ist auf Level 4 und ich bin auf Level 9, aber dennoch hat es nicht über 50% abgezogen. Muss ich mal so nebenbei sagen. Okay. Krass. Ich muss mal gleich schauen, ob ich irgendwie Tränke oder noch Bären am Start habe. Jetzt nochmal ins Pokémon Center habe ich irgendwie nicht so den Drang dazu. Ja, Teenager Julian wurde besiegt. Ah, wieder verloren. Mist. Kanscha erhält 64 Poké-Dollar und schickt einen Teil nach Hause. Ja, so war das ja der. So war ja die Abmachung zwischen mir und meiner Mutter in dem Spiel. Wie sieht das an, zwischen mir und meiner Mutter? Ah, ja. Okay. Gut, aber ich habe ja noch einen Trank am Start. Das bedeutet, Feuerriegel bekommt erstmal einen Trank. Ja, 19 Kraftpunkte. So, machen wir weiter mit dem hier. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Da musst du kämpfen. Oh, voll die Ansage hier. Da musst du kämpfen. Okay, dann kämpfen wir eine Runde. Teenager Burkhardt möchte kämpfen.
Taubsi. Okay, interessant. Auf Level 2. Komm schon, da sind ja wilde Pokémon stärker. Naja, allerhöchstens auf Level 3. Flair hat das gerade gefangen und dachte, ja, ich bin jetzt ready fürs Fighten. Naja, wenn er nur wüsste, DVs, EVs, Wesen, Spezialattacken oder physische Attacken. Okay, Ratfatz. Ah, wir können sowieso das Pokémon nicht wechseln, weil wir kein anderes haben. Noch nicht. Aber ich bin schon gespannt, wer das zweite Mitglied in unserem Team wird. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Warum nicht? Ich würde sogar gerne eins mitnehmen von dem, was ihr vorschlägt. Wenn ich der Meinung bin, hey, das passt, ist doch cool. Wie ihr mögt, Leute. Aber ich denke, ich werde schon vorher aufnehmen, bevor ihr das überhaupt kommentiert. Ja, mal schauen. Schreibt es trotzdem in die Kommentare rein, ansonsten gibt es ja noch weitere Episoden. Vielleicht kann ich da irgendwie ein Pokémon, was ihr euch wünscht, wählen. So, Teenager wurde besiegt. Das ist seltsam. Davor habe ich gewonnen. Ja. Davor hast du gewonnen, jetzt hast du verloren. Du musst weiter trainieren. Was steht hier auf dem Schild? Tipps für Trainer. Du sollst keine Pokémon stehlen. Pokébälle dürfen nur bei wilden Pokémon eingesetzt werden. Okay. Ja, natürlich. So, da ist eine Göre. Ich bin kein Trainer. Oh, schade. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Ja, ich dachte, du hast Bock zu kämpfen. Oh, da ist jemand. Boah, wie schnell. Tada. Anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Und dieser Trainer bin ich. Let's go. Wer bist denn du? Oh, du siehst aus wie ein Käfersammler. Käfersammler Uli möchte kämpfen. Ja, das war auch cool damals, als ich dieses Spiel gespielt habe. Und die Namen, die kamen mir auch ein bisschen vertraut vor. In der Schule, wenn jemand halt Olli hieß, Uli. Solche Spitznamen halt geben. Ist schon lustig. So, Raupi ist auf Level 3. Gleich gibt es auf jeden Fall einen Level Up. Darauf freue ich mich riesig. Oh, die Initiative sinkt, aber wir sind immer noch schneller. Aufgrund des Levelunterschiedes. Ja, nice one. Nice one. Und, gibt es jetzt eine Feuerattacke oder erst in den nächsten Level? Nein, es gibt noch keine neue Attacke. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr abgecheckt. Ich habe das nicht mal auf dem Schirm, ab welchem Level Vollregel genau eine Attacke lernt. Und ich bin auch ehrlich, ich habe auch im Internet nicht nachgeschaut. So. Nice one, wir haben bald eine Entwicklung von Vollregel. Ich glaube eher im nächsten Part. Ein, zwei Trainerkämpfe mache ich noch. Also ein Kampf ist noch drin. Mal schauen, wo wir gleich rauskommen. Käfersammler Uli wurde besiegt. Nice one. Arg, du bist zu stark. So. Hier müssen definitiv noch Trainer sein. So. Oh, wer ist das? Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ah, das ist also die Dunkelhöhle. Dunkelhöhle, ja, dann brauchen wir vielleicht eine Attacke wie Blitz. Kanscha findet Trank, super. Super, 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 super. Jetzt haben wir wieder einen Trank am Start. Genau. Hier, den fordern wir noch heraus. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Ja, können wir gerne machen. Er sagt einige Pokémon, er hat 4 Stück. So, ein Raupi. Aber das kriegen wir schnell hin. Hier bekommen wir auf jeden Fall einen weiteren Level Up. Definitiv. Yo, wir haben Raupi mit einem Angriff erledigt. Nice. Wieder Raupi. Level 2. Kriegen wir wieder einen KO durch einen Angriff hin. Ja, schön. Nice one. So kann das ablaufen.
Oh, ich dachte, ich könnte hier ein Level Up bekommen, aber bei 22 Erfahrungspunkten, bei einem Feuerregel auf Level 10, könnte das auf jeden Fall knapp werden. Nee, ich glaube nicht. Nee. Dieses Raubtier hat es überlebt. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen. Ob wir immer noch 22 Erfahrungspunkte bekommen oder mehr. Immer noch 22. Das hat sich auch von Generation zu Generation verändert. So, Hornliu. Hallo Hornliu. Oh, Giftstachel. Hoffentlich gibt es keine Vergiftung. Nein, es gibt eine Vergiftung. Wie nervig. Habe ich sowas wie ein Gegengift am Start? Das wäre sehr, sehr super. Das wäre sehr nice. Ah, 32 Poké-Dollar und der Rest landet zu Hause. Oder das Restgeld, meine ich. Yeah, Pokéball, nice one. Ey, stimmt, ich sollte mir Pokébälle kaufen. Was denn los bei mir? Stimmt. Leute, ich muss einmal nochmal in den Pokémarkt gehen. Das darf ich nicht vergessen. Oh, mein Feuerriegel ist vergiftet. Wie viele Kraftpunkte hat es denn? 12. Dann gebe ich auf jeden Fall Feuerriegel erstmal... Ah, hier, Gegengift. Geil. Ja, Leute, sorry für die Umstände, aber ich muss auf jeden Fall einmal in den Pokémon-Markt. Fürs Erste werde ich entkommen. Weil ich will schon sehr gerne die Videos unter 20 Minuten bekommen. Weil ich sie dann schneller hochladen kann auf meinem Kanal. Weil im Moment mache ich das so, oder bis jetzt hatte ich das so gemacht, dass ich Videos bis zu 23, 24 Minuten hochgeladen habe. Und ich konnte diese Videos nicht auf meinem USB-Stick raufhauen oder rüberziehen. Vielleicht liegt das daran, weil diese Videos dann über 5 GB waren. Und seitdem ich halt Videos unter 20 Minuten aufnehme, kann ich sie auf meinen USB-Stick raufpacken. Das bedeutet, ich kann dann mehrere Parts gleichzeitig aufnehmen. Und kann sie schon mal privat auf meinem Kanal hochladen und sie dann immer veröffentlichen. Ja, momentan habe ich wieder viel zu tun aufgrund meiner Arbeit, meines Studiums. Und da habe ich mir gedacht, es wäre nicht verkehrt, wenn ich vorproduziere. Ne? Weil ich will schon, dass der Kanal aktiv bleibt. Mindestens jeden Tag ein Video. Das finde ich auf jeden Fall cool. Weil ich sehe meinen Kanal auch wie mein Tagebuch. Hört sich jetzt komisch an, aber ich würde mal sagen, wie so ein Spieletagebuch. Was habe ich für Spiele gespielt und wie weit bin ich gekommen? Und immer wenn ich auf meinem Kanal dann raufgehe, weiß ich, ah okay, dieses Spiel habe ich gespielt und hier war ich schon, da war ich schon, welches könnte ich jetzt spielen? Ja Leute, dann würde ich sagen, hier speichern wir ab. Und im nächsten Part machen wir dann dort weiter, wo wir aufgehört haben. Ich denke, wir werden wieder viele Trainer treffen und hoffentlich auch im nächsten Part Feuerriegel weiterentwickeln und Viola erreichen und eventuell sogar uns für die Pokémon Arena vorbereiten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao.